wie ich angefangen habe, hab ich das Gefühl gehabt, das sind Schuhe, die auf Mode pfeifen. Ja? Und dann war ich irgendwann bei einer Nicaragua-Demonstration, da waren 8000 Demonstranten und 4000 haben meine Schuhe angehabt. Und dann plötzlich ist mir klar, wenn hoppala, Schuhe sind ein wichtiges Kommunikationsmittel. Und diese Schuhe signalisieren ein bisschen, wir pfeifen auf Mode. Aber das machen sie so perfekt, dass sie die wichtigste Anforderung der Mode, nämlich eine starke Kommunikation, perfekt machen. Im Grunde genommen zeige ich das deshalb gerne her, weil das ein Feld ist, das de facto ausgerottet ist. Das Schuhhandwerk, ne? Ich Ja. weiß auch, dass sehr viele Schuhe, glaube ich, aus Portugal noch kommen, ne? Also da werden auch noch viele Schuhe hergestellt, ne? Ja, aber das ist besonders traurig. Die machen Schuhe, weil sie lange billiger waren als zum Beispiel Genau. Deutschland oder Österreich. Und sind jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr billig genug, Und ne? genau das ist das Drama. Und China ist auch in gewissen Segmenten nicht mehr billig genug. Genau, deswegen ist es Bangladesch und Indien, Äthiopien, ne? Ach so, Äthiopien. okay. Äthiopien, Stundenlohn 10 Cent die Stunde. Ich war ja in Nepal und habe mir für Firmen die Produktionsstätten angeguckt und habe dann gedacht, Moment mal, das kann nicht die Produktionsstätte sein. Das waren aber nur die Sammelstationen, wo die ganzen Sachen aufgesammelt worden sind. Und dann bin ich reingegangen in die Townships, also da, wo dann die weiteren Sammelstationen sind. Und dann geht das aber in diese ganzen wirklichen Townships, in diese Familienbetriebe, die dann manchmal so Becken haben, wo sie drin bleichen und dann stehen die Männer mit in dieser Bleichsuppe und waschen teilweise das Leder oder die Jeans und stehen und haben wirklich bis hierhin weiße Arme und weiße Beine. Man sieht, dass sie voller Allergien sind, dass die sind ja meistens dann so 28 Jahre oder 25 Jahre alt. Die sterben an dem Zeug, ne? Die Und sterben, die werden keine 30 Jahre alt, ne? diese verdammte globale Wirtschaft tut noch so, als wäre sie gut, weil sie denen Arbeit gibt. Ja. Also, ich kann nur eins sagen, und das ist mein Resümee: Die Prostitution, die Fashion-Industrie und das Reisetourismusgewerbe stecken praktisch unter einer Decke. Alle profitieren voneinander, also mit der Pharmaindustrie natürlich auch noch, weil die Leute können das nur machen, weil sie Amphetamine essen. Also Yamba nennt sich das in den meisten Ländern. Also zumindest da, wo ich es halt gesehen habe. Und Yamba ist, ich habe das 2 Wochen ausprobiert, weil ich wollte wissen, was passiert mit einem. Und ich war wie ein Roboter. Ich hätte irgendwas machen können, egal was. Es wäre völlig egal gewesen. Das Und ist zum Kauen oder was ist das? nee, die rauchen das. Ich habe Wirklich? es nur, so ganz kleine Ja? Mengen habe ich Ja? auf die Zunge genommen. Ja? Und das ist so, sind so kleine Tablettchen, also so kleine blaue Tabletten. Und die machen die klein und rauchen sie dann. Nacke. Und sind da auch stark süchtig von. Also ich habe das natürlich nur ganz kurze Zeit, ich weiß auch nicht, vielleicht waren es auch nur 10 Tage. Und du hast es sofort gespürt. Sofort. Also man wird wirklich wie ein Roboter. Man kann sich praktisch komplett auf das konzentrieren, was passiert. Man braucht nur noch 5, 6 Stunden Schlaf und man kann alles, was man gerade in dem Moment tut, kann man wie ein Roboter machen. Das ist unglaublich. Also ich hätte das nie geglaubt, aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Deswegen wollte ich das auch unbedingt ausprobieren. Und für mich war es ja wichtig, in der Recherche einfach auch zu erleben, was passiert da? Wie kann das sein, dass die Leute 20 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten, die Unglaublich. meisten, ne? Also, aber die sterben natürlich dann auch mit 30 Jahren. Und warum natürlich die Pharma da mit drin steckt, ist, weil das natürlich ein gutes Geschäft ist. Das ist ja alles illegal verkauft, ne? Ja. Ich Also. bin 67 Jahre alt und es war in meiner Jugend und Schulzeit die größte Selbstverständlichkeit, dass wir mit gewissem Stolz darüber gesprochen haben, dass die Sklaverei überwunden ist, dass die Arbeiter und Proletarier jetzt Rechte haben und so weiter. Ja? Und es war undenkbar, dass diese Sklaverei, die von diesem globalen Wirtschaftssystem ausgehen, völlig normale Praxis wird.
Das ist Alltag. Nicht? Das ist ja das Schlimme, es ist normale Praxis. Absolut, es absolut. Ist im Grunde genommen, wie man Rohstoffe ausbeutet, hat man praktisch herausgefunden, wie man Humankapital optimal ausbeutet. Und es ist ja so, die Firmen wandern ja von China ab, weil plötzlich da Arbeitsrechte also man muss sich vorstellen, die haben da hinterlassen, also in China selber war ich nicht, aber also habe mir die Produktionsstätten angeguckt, aber ich weiß es zum Beispiel aus Indien, das ist alles verseucht, das ist alles also es stinkt, es ist eine Umweltverschmutzung sondergleichen. Also ich erinnere mich nur immer in Delhi, wenn ich zum Blumenmarkt gefahren bin, und dann komme ich an einem Berg, der ist so hoch, dass man ihn schon 10 Kilometer vorher sieht und riecht. Mitten in der Stadt, und was in ist Delhi. Das? Müll oder Müll, was? Natürlich. Müll, natürlich. Und genauso ist es auch in den Häfen. Ne? Also es stinkt und man sieht es natürlich nicht, aber die Umweltverschmutzung ist so katastrophal. Und das, was mich einfach aufregt, das sind die Leute, die jetzt über Klimaveränderungen und diese ganzen Sachen reden, lenken aber davon ab, dass wirklich das größte Problem einfach die Umweltverschmutzung ist und das Humankapital, was ausgebeutet wird. Und das ist das, warum ich irgendwo zweifle. Das heißt nicht, dass ich nicht dran glaube. Wir sollten schon auch was tun, dass auch das Global Warming halt abnimmt. Aber wenn Leute eine Nebelbombe schießen, wo alle Leute hingucken, um dann nämlich das weiterzumachen, und das tun sie ja absichtlich weiter, dann ist das sehr verdächtig. Und das ist das, was mich einfach auch ärgert. Und man muss ja immer sagen, das Schlimme ist ja, die Ausbeutung findet ja erstmal in den westlichen Ländern statt. Die fliegen mit ihren Learjets durch die Welt, kaufen dann die Sachen von den großen Designern. Aber auch wenn die ganzen Kollektionen von den kleinsten Designern stopfen den Learjet voll, fliegen damit nach Indien, schütten das Zeug oder nach Bangladesch, schütten das Zeug dann einfach da raus. Und dann haben sie da vermeintliche Designer, die sagen dann ganz einfach, okay, von den Top-Designern, das sind die Farben, das sind in etwa die Schnitte. Und dann nehmen wir das von den jungen Designern und kopieren das 1:1. So, und jetzt kommt das Krasseste eigentlich an der ganzen Nummer. Dann kommt der Mist nach Europa. Und dann wird er verkauft und meine Büglerinnen sind ständig umgefallen, in Ohnmacht gefallen, weil das Zeug so giftig ist, wenn es nämlich Hitze, das ist einfach toxisch. So, und das ist die Konsequenz, dass wir auf der einen Seite unsere jungen Designer ausbeuten, dann das Humankapital in Asien und dann zum Schluss eigentlich noch unsere Kinder vergiften mit diesen komischen Skrusen, mit diesen komischen Claims. Ich will da jetzt keinen nennen, weil dann wird gleich wieder irgendwo ein Fokus drauf gesetzt. Aber und das wurde ja immer abstrakter. Sarah, sagt man, das weiß ich, kann ich natürlich auch nicht beweisen, aber Sarah hat scheinbar schon auf den Schiffen, die nach Europa gefahren sind, produziert. Also das ist wirklich, also das nimmt Ausmaße an. Also da sind Kaufleute einfach in Exzesse verfallen, weil die Gewinne immer größer wurden. Und ich kann das nur sagen, dass viele von diesen Läden ja mit diesen Shopping-Malls zusammenhängen. Und man muss das mal einfach sehen, die sind ja von 1900 bis 2000 hatten die so 200 Läden. Jetzt haben die großen 1500 bis 3000 Läden. Das heißt also, dieser Expansionswahnsinn, dieser totale Wahnsinn, da einfach ein Global Player zu werden, der hat Ausmaße angenommen, in der Kombination mit den Shopping-Malls, die überall in der Welt eigentlich alles kaputt gemacht haben. Und das Verrückte, und das ist das Schicksal eigentlich an allem, jetzt werden die kaputt gemacht von Amazon und Co. Ne? Also ich glaube, dass wir in 2-5 Jahren wahrscheinlich ganz viel Sterben in den Shopping-Malls haben und auch mit diesem Wahnsinn dieser globalen Wirtschaft. Und das ist so ein bisschen die Riesenchance, die ich an dem Coronavirus sehe. Dass wir uns nämlich auf das hier wieder zurückbesinnen. Nämlich, es gab ja die ganzen Webereien in Deutschland. Es gab die ganzen handgemachten Sachen in Österreich. Die gibt es ja auch heute noch, glücklicherweise. Wir kaufen relativ viel Leder bei der deutschen Gerberei Heinen in der Nähe von Düsseldorf. Und dies ist die letzte Gerberei in Germany, die von der Kuhhaut weg ein Schuhoberleder machen kann. Und Deutschland war hundertprozentig eine der
überragenden Gerbernationen der Welt, mit der besten Gerberschule der Welt. Und jetzt ist eine einzige Gerberei, die noch Schuhoberleder von der Kuhhaut wegmachen kann. Das Schlimme ist natürlich, dass die Ausbeute natürlich teilweise sogar ein Muss ist, um irgendwo konkurrenzfähig zu sein. Ja, klar. Aber das sieht man ja auch dann an den Unternehmen, die noch übrig geblieben sind, dass natürlich dass auch da der Preisdumping natürlich stattfindet. Aber auf der anderen Seite, und das ist auch die Riesenchance in der Corona-Krise, die ich einfach sehe, wenn wir einfach verstehen, dass wir weggehen vom ich sage jetzt mal da einfach so ein Claim, Dress for the Moment, hin zu, ich kaufe mir mein Lieblingsteil und wir recyceln die Sachen, wir machen wieder neue Vibran-Sohlen drunter, wir setzen auf Qualität, dann hat man mit diesen Schuhen ja auch wirklich viel Spaß. Ne? Wir haben jetzt eine Serie, wo wir Schuhe und Kunden kleine Videos machen, die ihre Schuhe 20 Jahre lang haben und in 20 Jahren bekommt er 2-3 neue Sohlen und nach 20 Jahren ist er stolz darauf, dass er sie noch immer nicht wegschmeißt. Ja? Okay. Ja, man muss ja sagen, zum Beispiel so ein Schuh sieht ja eigentlich viel cooler aus, wenn er, ich meine, dafür zahlen ja viele Leute viel Geld, damit die so abgetragen aussehen. Ne? Also das muss man ja mal, das ist ja die Schizophrenie, dass die in Indien stehen und die Jeans kaputt machen, in ihren Bleichsuppen und dabei diesen ganzen Staub einatmen. Also das kann sich kein Mensch vorstellen. Also ich sage immer, wenn den Leuten die Vorstellung fehlt, wie es in Indien aussieht, wirklich da, wo die Sachen herproduziert werden, dann sollen sie einfach nur in Deutschland in eine Hühnerfarm gehen und dann, so wie man mit den Tieren umgeht, exakt genauso geht man mit Menschen um. Kein Deut besser und nicht ein Deut respektvoller. Und dann ist ein neues Problem, wird immer lauter, dass nämlich die Überbevölkerung unser Problem ist. Nicht unser Dreck und nicht gar nichts, sondern Überbevölkerung. Und ein interessantes Bild. Ich war selber im Kongo. Eine Fruchtbarkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und auch eine Blütenpracht in der Natur. Und dann leben im Kongo fast genau gleich viele Leute wie in der Bundesrepublik Deutschland. Nur ist Kongo 7-mal so groß. Also wo haben wir jetzt die Überbevölkerung? Ja, wir haben sie natürlich in Indien merkt man schon extrem. Ja, das ist. Also in Indien, in Bangladesch und es gibt schon die Länder, die wirklich aus allen Nähten platzen. Auch in China habe ich das Gefühl, dass immer mehr Menschen werden. Aber Afrika hat, finde ich, ein viel kleineres Problem, ne? Glaube ich. Ne? Ja, glaube ich ja, im Ernst. Oder Äthiopien hat, glaube ich, 1,3-mal so viele Einwohner wie Deutschland. Gut 100 Millionen. Aber ist 3-mal so groß wie Deutschland. Und es sind ja viele, viele Dinge, die zusammenkommen. Und man muss immer sehen, dass Menschen Interesse haben, das, was sie haben, an Geld und an Macht, dass sie das natürlich nicht wieder hergeben wollen. Und ich sehe immer ein Beispiel, das Ozonloch. Wir haben über Jahrzehnte gesagt, dass das Ozonloch so schlimm wird, dass wir hier auf der Welt, wir hatten ja alle Angst, dass wir irgendwann verdampfen und alle an Hautkrebs sterben werden. Und Fakt war, dass danach einfach jeder sich Sonnencreme auf die Haut geschmiert hat, wie wahnsinnig, dann sich irgendwie 6 Stunden in die Sonne begeben hat, anstatt auf seine Haut zu hören. Und das Resultat war, dass wir alle an Vitamin D3-Mangel leiden. Das kann auch ein ganz wichtiger Faktor sein, dass so viele Leute an Corona krank geworden sind. Weil wenn der Körper kein Vitamin D3 hat, dann hat er sozusagen keine Möglichkeit, sein Immunsystem einfach aufzubauen. Das sind alles so Dinge, die man natürlich selber erfährt, wenn man das auch dann ausprobiert. Der österreichische Dichter Peter Turini sagt, die Erde ist nicht so sehr bedroht von den Ozonlöchern, sondern von den Arschlöchern. Schau her, moderne Schuhbusiness geht so. Machen Sie eigentlich selber auch noch, können Sie das Handwerk auch noch selber? Ich habe das nie gekonnt.
Ach so, okay. Das ist ein interessantes Phänomen. Ich würde sagen, alle guten Schuhmacher und alle guten Techniker, die Schuherzeuger waren oft auch technikverliebt. Mhm. Ja? Mhm. Und alle, die so zu sehr im Produkt gesteckt sind, sind alle kaputt. Mhm. Da hat es hervorragende Könner gegeben. Mhm. Überlebt haben die Kommunizierer. Okay, das stimmt. Und ja, das habe ich in die Firma hereingebracht. Mhm. Ich habe vom Schuhemachen keine Ahnung gehabt. Aber Sie sind Kaufmann. Aber ich habe für das Kommunizieren, glaube ich, ein Gespür. Nein, meine Eltern, in Österreich sagt man haben eine Kreislerei betrieben. Das ist ein Tante-Emma-Laden. Mhm. Und jetzt sage ich, die Kreislerei meiner Eltern war meine University of Economics. Mhm. Weil dort habe ich gelernt, grüßen, dann dienen und bedienen, mhm, keep your customers satisfied, mhm, und Kopfrechnen. Mhm. Und mit grüßen, dienen und Kopfrechnen finde ich nach wie vor, sind die wichtigsten Werkzeuge der Unternehmerschaft. Es gibt aber eine noch, das haben uns die Amerikaner beigebracht und auch jetzt mittlerweile natürlich auch viele Deutsche. Das ist das Design. Also ich habe gesehen, dass Ihre Schuhe ja sehr schlicht sind. Also es spricht ja auch eine ganz klare Zielgruppe an. Also ich würde mal sagen, das sind die Alternativen, die einfach auch einen Schuh haben wollen, der gar nicht so auffällig ist, der einfach eine Qualität hat und der hält. Aber ist es nicht auch manchmal wichtig, auch die Kommunikation des Designs zu nutzen? Da gibt es nicht den geringsten Zweifel. Ich habe, wie ich angefangen habe, Habe ich das Gefühl gehabt, das sind Schuhe, die auf Mode pfeifen. Ja? Mhm. Und dann war ich irgendwann bei einer Nicaragua-Demonstration, da waren 8000 Demonstranten, mhm, und 4000 haben meine Schuhe angehabt. Und dann plötzlich ist mir klar, wenn hoppala, Schuhe sind ein wichtiges Kommunikationsmittel. Und diese Schuhe signalisieren ein bisschen, wir pfeifen auf Mode. Aber das machen sie so perfekt, dass sie die wichtigste Anforderung der Mode, nämlich eine starke Kommunikation, perfekt machen. Das heißt also, deswegen gibt es zum Beispiel nicht so dieses Phänomen, wie zum Beispiel jetzt bei den großen Konkurrenten wie Nike, Adidas, dass man einfach sagt, wir machen jetzt einen Limited Edition Schuh, der dann einfach 250, 500 Euro und mehr kostet mit Y3 oder ähnlichen. Ehrlich gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ich wüsste, wie das bei uns funktionieren könnte. Und zwar, wenn wir einige Schuhe hätten, wo wir hohe Deckungsbeiträge, mhm, lukrieren könnten, dann würde ein bisschen der Druck herauskommen. Es ist so, die meisten Leute glauben, dass ein Schuh mit 150 Euro teuer ist. Nein. Und wenn man da drinnen steckt, dann weiß man, welch unglaublicher Kampf das ist, mit 150 Euro den Schuh verkaufen zu können und dass man trotzdem überleben kann. Ja, das ist ich komme ja aus einer anderen Ecke. Ich komme aus der Design-Ecke. Ich habe ja eine große Agentur gehabt. Wir haben ja Firmen beraten. Hm. Und ich war ja auch in diesem Wahnsinn drin, dass man Brands auch trägt. Ich trage auch jetzt noch manchmal Markenschuhe, aber eigentlich unabsichtlich, weil es sind jetzt einfach die Schuhe, die mir am bequemsten vorkommen, weil ich auch gerne Sport oder mal auch gerne laufe. Aber ich weiß zum Beispiel aus meiner Zeit, die sehr schizophren war, und ich bin auch ein bisschen Schuhfetischist, auch ein modischer Schuhfetischist, und es gibt Schuhe, die wo dann einfach ein Label draufsteht wie Adidas Y3, die kosten dann einfach mal locker 500 Euro. Und es gibt Schuhe, die dann von Deutsche Gabbana sind, die dann einfach auch mal 1.200 Euro kosten. Mm. Die handwerklich natürlich auch exzellent gemacht sind. Nur meine Befürchtung ist, im Idealfall kommen die aus Italien, aber in den seltensten Fällen hat das etwas damit zu tun mit dem Preis, sondern oftmals werden die auch in Asien hergestellt sehen so aus, als wenn sie in Italien per Hand gemacht werden. Nur dass dann statt 50 oder 80 Euro an dem Schuh einfach mal 1.000 Euro verdient wird und der Rest geht in die Werbung. Ja. Das ist halt leider das Schlimme. Ne? Deswegen,
ist man natürlich auch nicht mehr gefeit, was man kauft. Ne? Also auch muss man leider sagen, Fair Trade ist noch lange nicht Fair Trade. Ne? Also, absolut. Das ist wirklich schlimm eigentlich. Ne? Scherno, modernes Schuhbusiness läuft oft so. Das ist eine sogenannte Zwickmaschine, weil sie das Leder so in Zangen nimmt und dann über den Leisten spannt. Ja? Und das wird dann unten verleimt. Okay. Und wenn dieser Arbeitsschritt nicht ganz präzise ist, ist der Schuh untragbar. Mhm. Und jetzt modernes Schuhbusiness geht so, dass über der Zwickmaschine in China oder Äthiopien oder Bangladesch eine Webcam hängt und die in Deutschland oder USA können über die Webcam kontrollieren, ob der in Bangladesch Dreck macht. Ja, und ja, so schauen wir aus. Und natürlich ist es, ich finde, in gewisser Weise wirklich beglückend, wenn wir hier Schuhe produzieren können, die dort verkaufen können und dann oft auch strahlende Gesichter erleben, die sagen, ihr macht tolle Schuhe. Und darf ich da nochmal was zu sagen? Bitte. Oftmals kann man eine Sache nicht für Geld kaufen. Das ist der Respekt vor anderer Leute Arbeit. Also das kann man natürlich kaufen, indem man sich ein gutes Produkt kauft, aber man kann es sich nicht kaufen über Marketing oder ähnliche Dinge. Absolut. Und ich glaube, das ist das, warum ich auch unbedingt hierher kommen wollte, weil meine Vision ist ja, dass wir gestärkt aus dieser Corona-Krise herausgehen, nämlich als emanzipierte Gesellschaft, die wieder genau sowas entdeckt und einfach sagt, stopp, wir kaufen diesen ganzen Müll nicht. Also ich zähle mich auch dazu. Ich möchte auch mich umorientieren und ich möchte die Dinge in mein Leben wieder reinholen, wo ich einfach sage, ich kenne denjenigen, der ist sympathisch, der steht hinter seinem Produkt und dafür gebe ich einmal mehr Geld aus, weiß aber, das Ding hält 10, 20 Jahre. Und das ist vielleicht so ein bisschen meine Vision. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen dieses Quäntchen Design reinbringen, was immer mich in meinem Leben auch begleitet hat. Und ich möchte vor allen Dingen, und das ist so meine ganz große Vision, dass wir Recycling viel mehr in unser Leben wieder zurückholen. Altes Leder, also ja, wenn ich Schuhe habe, die schon oder ein altes Ledersofa, daraus Schuhe zu machen. Warum nicht? Ja, weil das ist ja genau das, was wir wollen. Ne? Dass wir so Used Style haben. Kannst du da vielleicht ein Bild herschießen? Das ist so einer unserer Sprüche. Wir wollen euch gute Schuhe geben, denn euer Einkauf lässt uns leben. Das habe ich von einer Kaffeewerbung der 50er Jahre kopiert. Da hat Julius Meindl gesagt, sauft meinen Kaffee, das tut euch gut und mir auch. Ja? Und moderne Werbung sagt ja nicht mehr, wer durch die Arbeit an diesem Produkt leben kann. Ja? Ja. Und jetzt finde ich auch, dass das so ein wichtiger Teil der Arbeit ist, nicht? Dass wir davon leben können. Und ein weiterer Spruch heißt, wenn Waldviertler Waldviertler kaufen, schaffen Waldviertler für Waldviertler Arbeit. Und das haben wir vergessen. Ne? Und dieser Spruch, sage ich, stimmt auf der abgewandelt überall auf der Welt. Wenn Waldviertler Waldviertler kaufen, schaffen Waldviertler für Waldviertler Arbeit. Und dann gibt es oft eine große Besuchergruppe und dann sage ich, aber euch möchte ich noch etwas dazu sagen. Wenn nicht Waldviertler Waldviertler kaufen, tut es uns auch gut. Okay. Und jetzt haben wir unter Corona schwer gelitten. Wir haben im ersten Halbjahr ein Drittel weniger verkauft als normal. Weil die Leute weniger Geld haben? Nein, weil wir einfach die Läden zu hatten. Mhm. Ja. Und bitter war es dann zu lesen, dass Amazon Rekordumsätze hatte. Und jetzt ist
zumindest in Österreich, so relativ normalisierte Stimmung. Mhm. Und viele Leute fahren offenbar nicht nach Kroatien, nicht nach Italien, nicht nach Spanien, sondern bleiben im Land. Mhm. Und da sind wir eindeutig Nutznießer. Wir haben so viele Gäste wie nie zuvor. Und wir haben hier in dieser Jurte Tage, wo wir am Tag 150 Paar Schuhe verkaufen. Und das ist in Wirklichkeit die wertvollste Kuh in unserem Stall, dass wir hier quasi ab Hof Schuhe verkaufen können und hier auch höhere Deckungsbeiträge erzielen. Das ist ja auch noch so der nächste Wahnsinn, dieses Reisen ohne Bedacht. Ne? Also auch diese Städtefliegerei und auch dieses Business-Gefliege. Also ich zähle mich da auch zu. Also wir haben alle diesen Wahnsinn mitgemacht. Ne? Mhm. Wenn wir aber alle das begreifen, können wir alle auch das ändern. Ich glaube, das ist das Gute. Absolut.